Guten Abend und herzlich willkommen zu einer nächtlichen Rundfahrt mit dem Creeper Express. Sie suchen Creeper Action, wir bieten Ihnen Action, die richtig reinbombt. Das Geile ist, wenn er mich anvisiert hat, kannst du voll drauf gehen. Natürlich mit dem Gamers Check LP Onkel. Ja, hallo. Kannst richtig drauf gehen. Der ist natürlich auch dabei. Checkt seinen Kanal aus. Ich hau's einfach mal am Anfang direkt her. Und im Wasser macht sie überhaupt keinen Schaden, zum Glück. Und meine lieben Freunde, wie ihr jetzt seht, es funktioniert. Die Shader funktionieren, meine lieben Freunde. Ich freue mich so. Es ist so geil. Und das noch gemixt mit dem Texture-Pack, was ich habe. Ultra geil. Ja. Ultra geil. Weil ich habe festgestellt, er hat das gleiche Problem wie ich. Richtig. Dass er im Spiel den Shader Pack installieren muss. Alter, was geht bei dir? Fliegst runter und explodierst gleich. Dummer Crepper. Da hat er hier voll Landschaft zerstört. Gräs, musst wieder aufbauen. Ich geh lieber. So, was werde ich heute machen? Ich werde heute nicht an meiner Bude weiterbauen. Ich werde auf Reisen gehen. Willst du mitkommen? Nein, ich will eine Bude bauen. Ich werde erstmal noch ein bisschen Clay besorgen. Ach, genau, das wolltest du machen. Ja. Wollte ich eigentlich vor der Aufnahme schon machen, aber wir sind da nicht dazu gekommen, weil wir so ein bisschen drum gespielt haben. Genau. Okay, wie ihr seht, ich habe so ein bisschen weiter mein Haus gebaut. Es ist jetzt schon etwas größer geworden, aber ich bin noch ein bisschen unzufrieden. Muss ich mal zugeben. Nur so ein bisschen. Ach guck mal, ich habe wieder Ziegel. Ja. Sabere Sache. Ich frage mich gerade, soll ich jetzt hier noch mal ein Fenster hinbauen oder wären das dann zu viele Fenster? Ich weiß es auch nicht. Wir probieren das einfach mal aus. Okay. Ist ein bisschen genügend? Was? Hier ist ein bisschen genügend, Clay. Hast du was gefunden oder was? Aua! Ja, so eine Clay-Quelle, ne? Da brodelt das Clay nur so raus, ohne Ende. Hast du was? Hätte ich auch gern. Ja, nee, jetzt ist sie versiegt. Ich konnte auch nichts mehr für. Ich wollte es noch retten, aber es war zu spät. Nein! So, jetzt erstmal unter Wasser. Alles aufsammeln. Sonnenaufgang ist der schönste. Achso, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Hm. Ach doch, guck da. Jetzt habe ich natürlich dadurch, ich diesen Shader nicht hatte, mein Haus hierhin gebaut und jetzt ist der Sonnenaufgang etwas, naja, verbaumt. Verbaumt? Egal, du kannst ja noch ein Stockwerk draufklatschen. Ne? Richtig. So, ich entschuldige immer noch diese Pixelfehler im Wasser, aber das wird sich demnächst ändern. Und ich habe gemerkt, ich brauche hier gar keinen Sandstrand. Deswegen kann ich mir den Sand... Achso, du hast ja meine Schaufel wegen Clay. Stimmt. Nicht in deiner Kiste. Echt? Die Schaufel, ja. Ich habe dir deine Öfen vollgefüllt und du hast noch, glaube ich... Ach, du bist gerade... du bist gerade wiedergekommen, deswegen. Ja, ich bin gerade wiedergekommen und ich mache mich auch wieder auf die Reise. Ich habe fast vergessen, einen Timer zu starten, aber egal. Habe ich nachher jetzt gestartet. Hallo Creeper. So, und wenn Warum ich von meiner Reise hier? Zurückkomme, will ich hoffentlich ein bisschen Weizen gefunden haben. Okay, wir sollten das mal. Ich stelle es mal einfach hier hin. So. Boah, fast wäre ich abgekratzt. Bin in so ein Lavaloch fast reingesprungen. Warum machst du sowas? Weil ich es kann. Scheint nicht so. warte mal, macht das hier irgendwas? Ne, warte mal, was wollte ich jetzt? 3,50 Mark? Ach, genau, hier. Ich wollte
Ah, es ist so geil. Schaut's euch an. Die Shader funktionieren. Oh, geil. Ja. Das ist das Wunderklärstchen. Und das alles nur wegen mir. Andy. Warum muss hier immer so ein Mist rumfliegen? I don't know. Ich will doch nur was Anständiges finden. Ich brauch Samen. Och nö. Oh, ich hab noch einen ganzen Stack. Ich hab noch einen Stack Clay für dich einstecken. Nein. Ich bin auf der Suche nach Seeds. Und dazu brauche ich eben Weizen. Und Weizen finde ich mal nicht so und deswegen bin ich auf der Suche. Okay. Irgendwo muss man doch Weizen herbekommen. Okay. Ja. Okay. Vielleicht finde ich es zufälligerweise, vielleicht falls mir ein Villager-Dorf begegnet. Wenn es dir entgegenläuft, meinst du? Ja. So peng voll ins Gesicht. In your face. So. Alter, hier sieht's aber auch cool aus. Brauch Leder. Brauch ganz, ganz viel Leder. Ich will mir einen großen Rucksack basteln. Wie Leder? Ja, wie Leder. Den einzigartigen Lederkomplex. Ich glaube, hier wäre ein bisschen... Einerseits finde ich es ein bisschen schade, dass das noch die 1710 ist. Andererseits ist es noch positiv. Was? Ja, in der 1.8 war irgendwas. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. 1.10? 1.10? Nee, 1.8. Eigentlich bist du froh, dass es der 1.10 ist, ne? Hast du gesagt? Nee, die 1.7.10. Da bin ich froh, dass es noch 1.7.10 ist, aber es wäre auch cool, wenn es die 1.8 schon wäre. So, aber ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr, wieso. Weil, okay. Fast. Ja, ich bin so in Gedanken versunken auf der Reise. Okay. Und dann... Brain AFK, sagst du. Ja. Ich glaube einfach wirklich Brain AFK durch die Gegend. Okay, verständlich. Das passiert mir auch manchmal. Den Mist jetzt mal weg. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht. So. Lachs. Krass, was ich alles einsammel. Das kenne ich alles gar nicht. Das kenne ich alles gar nicht. Ja. Das ist total cool. Das ist... Wow. Wow. Anders. Wow. Komm weg damit. Da will ich den Wally anfügen. Den Wow-Typen. Ganz, ganz oft. Nee, Biom. Ich habe ein Dorf gefunden. Nein. Doch. Und es ist garantiert nicht gecheatet. Nein, doch. Oh. Oh, wow. Denn meine Hoffnung besteht immer noch darin, Weizen zu finden, sodass sich Kühe vermehren dürfen. Rye Crop. Okay. Artischocke. Oh, was ist denn hier los? Jetzt hab ich dich wieder am Vierer. Komm. Chilif, Rhabarber, Zucchini, Knoblauch. Weizen! Weizen! Geil, ich hab Weizen gefunden. Hey Leute, ich klau euch das Weizen. Ja, jetzt haut mich nicht so aus. Du weißt ganz genau, dass ich das Weizen brauch, Penner. Oh. Ha. 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 Ja, Kartoffeln auch geil. Ich buddel ja ein bisschen. Oh, jetzt habe ich ja Ziegel in der Erde gebaut. Das sollte nicht so sein. Geil. Und der will Bücher, kriege ich Emeralds von.
Was will der? Der will Emeralds, gibt mir einen Sapling. Der will Tomaten und gibt mir Emeralds. Also dieses Dorf ist cool. Ich mag dieses Dorf. Spargel. Warum willst du Spargel? Der will... Ja, Parsnip? Oh, sorry, ich wollte dich nicht boxen. Du gibst mir irgendwas. Hehe. Klau euch die Bücherregale. Also zumindest reiße ich die euch ab. Du bist ja ein böser Junge. Hallo, spare ich mir schon mal die Bücher zu craften. Bin ich nicht krass, oder wie? Alter, voll krass, Alter. Alter, voll jung und dekadent. Mega, Alter, mega. Alter, hast du gerade ehrlich das N-Wort gedroppt? Boah. Was hab ich? Drauf. Mega? Das N-Wort gedroppt. Ja, das N-Wort. Ich hab nicht Neger gesagt, ich hab Mega gesagt. Bist du sicher? Ja. Wenn, dann hörst du das. Wenn, dann sage ich zu dir, hallo, mein kleiner weißer Neger. Ah. Woher willst du wissen, dass ich weiß bin? Ich bin schwarz. Also zumindest innerlich. Oh oh. Das ist kein gutes Zeichen. So, was habe ich denn hier überhaupt für einen Scheiß? Brauche ich Deko. Ich brauche mal noch eine Kiste, das ist ja... Das hält man ja nicht aus, ja. Oh, ich glaube, ich klaue euch jetzt voll die Deko. Das kann ich nicht glauben, so hart klaue ich euch die Deko. Hardcore-Deko-Klauer. Ich räume euch die ganze Bude aus. Ha. Ihr braucht kein Essen zum Leben. Wir schon. Ha. Was sagen Sie drauf? Ha. Können Sie uns mehr dazu sagen? Ha. Vielleicht etwas ausführlicher. Ha. Okay, dann halt nicht. Okay, ich war ein bisschen umräumen, merke ich gerade. Ein wenig umräumen. If you be meine Kiste. Clay Pattern Stamp. Okay. Du hier. Nein, dich lasse ich mit der Blume alleine. Dann kann ich hier wieder voll machen. Und dann kann ich hier wieder reinmachen. Ich muss jetzt aber ein bisschen hin und her laufen, weil ich nicht so viel in meine geschmeidigen Hände bekomme. So. Ach, das wird ja alles reduziert auf 16. Bis auf Weizen. Weizen ist zum Glück nicht. Doch mal raus hier. Doch mal raus hier. Halt, ich muss ja noch dieses eine Gebäude lernen. Mit den Büchern drin. Nein. Wer habe ich da schon? Nein, habe ich noch nicht. Den ganzen Mist raus. Also, ich weiß auch nicht. Ich hatte vor uns übelst viel Eisen gefunden. Ja. Ach, weißt du, was das war? Was? Salz. Salzen, hey. Ich hatte kein Eisen gefunden, sondern Salz. Na toll. Oh Mann. Und ich habe mich so gefreut, dass ich Eisen hab. Dabei habe ich gar kein Eisen. So, ich werde auch jetzt schon wieder zurückkommen. Denn ich will nicht, dass unsere braven, guten Villager... Okay, ach, Koordinaten gecheckt. Es wird schon wieder dunkel. Mann. Ja, deswegen komme ich ja jetzt zurück, denn ich habe kein Bett dabei. Na, aber ist das... Das ist doch aber im normalen Minecraft sind doch die Tage auch länger, oder? Das ist doch hier... Ich kann es mal umstellen, dass es länger dauert. Dass der Zyklus nicht nur 30 Minuten ist. Irgendwie ist das. Ach, das sind echt 30 Minuten, so ein Zyklus? Dann haben wir ja jetzt ein Part schon zu Ende. Nein, so ein Zyklus sind 15 Minuten Tag, 15 Minuten Nacht. Ach so. Das. Das ist. Interessant. Wenig.
Aber das kann man ja ein bisschen umstellen, dass es besser ist, dass man ein bisschen länger Tag und ein bisschen länger Nacht hat. Ich habe nie gedacht, dass ich auf meine alten Tage nochmal Minecraft anfange zu, ja, aufzunehmen. Auf meine alten Tage, wie das klingt. Geronimo, Arschbombe. So I must home. Sonst I feel the pain from the creepers. Oh, you feel the pain? Hm. Oh. Ah. Ich muss schon wieder vorne. Uiuiuiuiui, und ich kann nicht rennen. Dann iss irgendwas. Iss was. Iss um dein Leben. Ich hab doch nichts zu essen. Deswegen wollte ich ja gerade sagen, ich muss noch mal zu euch, ich muss mir was zu essen nehmen. Aua. Für was? Was, Junge, was? Alter, kommst du her? Guck mal, ich hab den hier in ein Auge reingeklatscht, ich böser, böser Junge. Also, das ist mir jetzt schon richtig unangenehm, dass ich ihm hier das ganze Essen weg esse. Ah wo, wir können easy alles nachpflanzen. Und ich bin wieder at home. Fast zumindest. Oh, okay, doch. Dann. Achso. Enderman. Hallo. Hallo. Ja. Skelett, Zombie. Heuschrecken, die überhaupt nicht nerven. Where are you? Irgendwo. Nirgendwo. Okay. Und das klingt auf jeden Fall nicht nach Schlafen gehen in der nächsten Zeit. Nee, noch nicht. Vielleicht dauert es noch die ganze Nacht. Bis ich zu Hause bin. Ich renne so schnell ich kann. Ping, pong, pong, ping, pong, pong. Ping, pong, pong, ping. Eine traurige Musik. Aua. Aua. Mann. Hui. Dum di dum dum bum 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 bum. Ich renne. Ich hab gedacht, du machst den Beat weiter. Schade. Nee. So, und jetzt wollte ich eigentlich. Soll ich jetzt hier echt so. Hör auf! Ich sagte, du sollst aufhören! Dann werde ich gleich ein bisschen leicht aggressiv. Nein! Das Skelett einfach Bow spammen tut. Boah, das sieht auch walla geil aus. Ich glaube. Ich schwöre da. Schwör, Digga. Ich glaube, ich mach. Mein Haus wird ja gleich mal wieder. Mein Haus wird gleich mal wieder übertrieben. Ach, was mache ich denn? Au! Ah. Vieles und nichts. Au! Ah! Oh, scheiße, Creeper in meinem Haus! Manu! Er hat's Bumm gemacht. Ja. Oh ja, Alter. Oh ja, Alter, schieß mich. Ich bin tot. Nein. Dann bist du ja in meiner Nähe sogar. Ziemlich nahe sogar. Was? Aua. Doch nicht ins Gesicht. Doch nicht ins Gesicht. Ah, cool. Man sieht hier sein Todesdings da vom Himmel. Vom Himmel pimmeln. Bist du noch in der Nähe vom Spawn? Ich bin, ich bin wieder da. Ui, 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 ui. Das ist ja nämlich nett, dich zu finden. Alter! Ich mach grad Boxkampf. Oh, mit Creeper! Nein! Ich bin wieder gestorben. Ah, oh, nice. Nice, wunderschön. Wunderschön, jetzt wär's nur cool. Spawnst du bei dir im Bett? Nein, ich spawn bei Cedus im Bett. Okay. Ja klar, Hexe, ist logisch bei dir. Ist natürlich völlig logisch bei dir. Skidden! Geht, Hexe, Alter. Schmeiß halt noch irgendeinen so Trank nach mir. Alter, hör doch auf! Ne.
Boxkampf mit Spinne. Wow, Alter, wie viele Schläge die aushält. In echt mache ich einen Schlag und ihr scheiß Viecher seid tot. Ja. Ist Viecher. Mit der Wasserfall. Verfolge mal den Fluss. Vielleicht finde ich zu euch. Oder zu dir. Zu uns nach Hause. Ist ja der Grabstein wenigstens weg? Den musst du abbauen dann noch. Also mit Linksklick kannst du reinschauen. Dann kannst du deine Sachen wieder rausnehmen und mit und dann einfach abbauen. In der Hacke. Okay. Boah, da hat dieser scheiß Creeper, der hat hier ein mega Atombombenkrater Gedöns in mein Haus gebombt. Was? Okay. Oh. Okay. Ich frage mich, wo das Haus ist. Kannst du mal F3 drücken und mir die Koordinaten sagen? Geht sofort los. Ja. Koordinaten. X und Z. Das ist in der zweiten Reihe. So, im zweiten Abstandblock. X und Z 63.000 und Z ist 86,68907. 63 und 86. Also war vorbeigerannt. Cool. Ach, cool. More Leder. Das ist so mega krass nervig, ne? Krass. Was? Dass die mir hier mein Haus weggebombt haben, die Scheißviecher. Ja, ekelhaft. Aber auch voll. Also, voll. Bei mir hat sich so ein Icy zensiert. Ich dachte, YOLO, Zensur. Es ist so schlimm, mit meinem Orientierungssinn nach Hause zu finden. Ja, es wird wieder hell, leer. Aber von der Wand, aber von der Wand hat er nichts mehr gesprengt. Cool. Ja, Stein ist ja auch stabiler als Erde und Holz. Und wie ich sehe, Glas. Ja, sowieso. Denn mein Glas, wo ich mein Glas vergaß. Kleiner Vergaser. Ach nö. Was zum Tempel? Ach man, was ist denn los mit euch? Jetzt geht doch die Sonne auf, jetzt geht doch kaputt. Ja, sie ist noch nicht wirklich aufgegangen. Sie muss erst ein bisschen aufgehen. Da, ich sehe zu Hause. Mit ganz vielen Zensureffekten. Wie Zensureffekte? Zensureffekten im Wasser. Wie sehen Zensureffekte aus? Effekte? Effekte? So Infektung-mäßig, ne? Danke für die nette Antwort. Du weißt doch, wie so Zensur aussieht, oder? Also, wenn eine Person in das Gesicht zensiert wird. Ja, schwarze Balken. Ach, du meinst Pixel. So pixelt, ne? Hm? Ja. Die habe ich im Wasser. Krass. Ja, die habe ich im Wasser. Krass. Das ist Wasser, das sich verpixelt. Ja, geil. Aber auch immer nur so Querstreifen entlang. Das ist sehr ulkig. Ja. Hallo, ich bin zu Hause. Ja, grüezi miteinander. Oh. So. Ich muss erstmal in den Pott ran. Auf den Pott? Ja, auf den Pott. Habe ich irgendwas zum Reinklatschen? Irgendwas Müll? Nee, habe ich nicht.
Doch, ich glaube. Ja, dich klatsche ich noch mit rein. Blöp, blöp, blöp. Okay, so all das alles kann ich mit reinklatschen. Ekelhaft. Ich habe so viele Fenster. So viele gleich. So viele. Ich weiß nicht, ob das im Endeffekt schön aussieht. Das ist mein Problem. So, die Bude hier rum. Ja. Komm. Ich schwimme mal zu dir. Hui, hui. Was soll ich denn machen? Ich kann ja gerne keine Wandwände bauen. Was? Was? Warum geht dir der Clay schon wieder aus? Nur ein bisschen habe ich noch. Okay. Hast du noch, oder was? Habe ich nur noch einen halben Stack mit reingeklatscht. Okay, danke. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Oh! Oh! Mmh. Oh. Halt! Ja! Falsche Kiste, hier rein. Kannst du dir dann später was anbauen? Yeah! Ja, und ich hab Samen, ich hab Samen! Ich hab auch welche, aber die möchte ich jetzt hier nicht benutzen. Alter! Schweinerei. Der Onkel wieder, was der wieder denkt. Ja gut, mein Haus, das muss ich noch ein bisschen verschönern. Okay, komm, ich mach das jetzt einfach mal weiter und wenn es mir dann gefällt, wird halt die ganze Bude wieder abgerissen. Ja. Have the. So, du kommst dahin. Oh, Clay. So. So. Diese Schniefnasen. Eins, Schniefnaschnu. Wie sieht's denn aus mit der Zeit eigentlich? So. Das hättest du nicht fragen brauchen, denn jetzt ist nämlich zu Ende. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch abonnieren. Ansonsten schaut bei dem Gamers Check LP vorbei. Beim netten Onkelchen. Ja, das wäre schön. Der kann auch ganz tolle Geschichten erzählen. Oder auch nicht. Oder auch nicht, eher. Ja, oder auch nicht. Nur so ein bisschen, ne? Ja. So. Ihr macht Liebe, gebärt mir ein kleines Co-Baby. Geil. Oh, geil. Und dann würde ich sagen, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Life in the Woods. Renaissance. Life in the Woods. Tschüss. Tschüss.